Auf der internistischen Station misst Schwester Nancy gleich den Zuckerwert bei Patientin Tina. Bei der 43-Jährigen wurde Diabetes diagnostiziert und sie muss medikamentös eingestellt werden. Ihre beiden Töchter Lea und Marie können kaum erwarten, dass Mama endlich entlassen wird. Hey, hallo, hi. Na, seid ihr erfolgreich gewesen beim Shoppen? Ich bin gerade beim Shoppen. Ich habe ein Kleid gefunden. So, zeig mal. So, Moment. Ist das nicht schön? Oh, na, das ist aber was schön, Hübsches, ne? Wow. Wo geht's denn hin? Gibt's irgendeine besondere Veranstaltung? Ja, zu meinem Abiball. Endlich! Ich freue mich schon so mega da drauf. Ja, das glaube ich dir. Das ist wirklich toll. Ich habe aber etwas länger gebraucht. Einmal hier draufhalten, bitte. Super. Und was haben wir? 89. Super. Das klingt gut. Das ist gut, ja. Das ist gut. Dann haben wir sie ja gut eingestellt, ne? Super. Das heißt also, morgen kann ich wirklich nach Hause? Ich glaube ja. Wir würden das jetzt final noch mal mit der Ärztin besprechen und es sieht gut aus. Ja, super. Haben wir gut in den Griff bekommen, ne? Meine Mama kommt auch wieder nach Hause morgen. Super. Ja. Ist doch schön. Toll. Hast du was gefunden? Nein, leider nicht. Wie immer. Alles zu groß. Das stimmt doch gar nicht, Lea. Das stimmt doch gar nicht. Mama, die Kleider waren so wunderschön und sie hat immer irgendwas zu meckern. Lea, glaub es mir, die sahen so schön aus. Du bist wunderschön da drin und du hast immer irgendwelche Mängel an dir zu finden. Du bist wunderschön. Hör doch einmal damit auf. Ach, weißt du was? Du weißt genau, wo das Problem ist. Du kannst deine Sprüche sonst wohin stecken. Ach, Lea, jetzt komm doch mal, sei wieder gleich so eingeschnappt. Ich bin dann auch erstmal fertig an der Stelle hier, ne? Alles okay bei Ihnen? Alles okay? Oh. Ja? Alles okay? Sag mal. Lea! Alles okay? Mama, komm schnell. Mach mal die Augen auf. Kannst du die Augen wieder aufmachen? Alles wieder gut? Guck mich mal an, guck mich an. Hast du dir irgendwas gestoßen? Ist bei Ihrer Tochter irgendwas bekannt? Irgendwelche Vorerkrankungen? Nein, nein. Geht's wieder? Ich glaube, ich bringe dich jetzt erstmal zur Ärztin, okay? Mhm. Kannst du aufstehen, Lea? Als Lea das Patientenzimmer verlassen hat, taumelte sie raus. Ihr wurde schwindelig, schwarz vor Augen. Sie ist dann gestürzt. Ja, wir mussten sie dann direkt hier behalten und dementsprechend auch versorgen. Frau Klenze, was passiert? Ich weiß nicht, irgendwie. Puls ist relativ schnell. Schwarz vor Augen und ich bin einfach umgekippt. Ja. Ja, haben Sie denn heute genug gegessen und getrunken? Ja, eben. Im Einkaufszentrum mit meiner Schwester. Ja? Okay. Mir ist vorher aufgefallen, dass sie ziemlich rot war, auch im Gesicht. Ne? Ja. Ist denn sowas schon mal passiert? Nee. Hat sie irgendwelche Vorerkrankungen? Nee. Medikamente, die sie einnimmt oder so? Nee, momentan überhaupt nichts. Also wir haben, gut, das ist jetzt mit Sicherheit Jahr oder zwei Jahre her, wo ich sie das letzte Mal untersuchen ließ, was sie ja so zierlich ist. Aber sie ist kerngesund gewesen. Okay. Also es ist nichts Schlimmes, ich messe nur den Blutdruck. Halt. Also ne, wenn die eigentlich so zierlich sind, dann genau. So, ich höre jetzt einmal aufs Herz, ja? 160 zu 90. Oh, der Blutdruck ist nämlich deutlich zu hoch. Ne, wenn die so zierlich sind, ist der Blutdruck eigentlich immer relativ niedrig. Ja. Frau Klenze, Sie sind ein junges, offensichtlich eigentlich gesundes Mädchen. Die Werte gefallen mir nicht so. Ja? Der Blutdruck ist viel zu hoch, der Puls ist auch viel zu hoch. Ne, eigentlich kippt man eher um, wenn man niedrigen Blutdruck hat, ne, oder unterzuckert ist. Ne? Ich glaube ja, wir können ja gleich noch mal auf den Blutzucker messen, das kennen Sie ja. Aber ich glaube, dass das eigentlich nicht der Grund ist. Ne, deswegen wäre mein Vorschlag, Sie einmal aufzunehmen, Blut abzunehmen, bitte. Mache ich dann gleich im Zimmer, ja? Dann, ja. Genau. Okay. Und dann gucken wir mal weiter, ob wir noch irgendwas an Untersuchungen machen. Ne? Der Blutdruck von Lea war tatsächlich besorgniserregend hoch. Sowas kann im schlimmsten Fall eine schwerwiegende Herz-Kreislauf-Erkrankung sein, zumal die Familie ja durch die Mutter und den Diabetes wirklich vorbelastet ist. Aber den Grund, den wir dann letztendlich herausgefunden haben für die hohen Werte, ja, der war wirklich eindrücklich. Du müsstest auch mindestens eine Nacht bei uns schlafen. Kurze Frage, kann ich mich selber versorgen oder muss ich das Kantinenessen hier essen? Nö, eigentlich das Kantinenessen, ne? Das ist eigentlich ein ausgewogenes, gutes Essen hier. Ich frage halt nur, weil ich manchmal ein bisschen wählerisch bin mit dem Essen. Wir können das ja ankreuzen, das, was Sie, oder weglassen, das, was Sie nicht mögen. Wir können das notieren, das ist gar kein Problem. Lea, das Essen ist wirklich lecker hier und du warst eigentlich noch nie so wählerisch. Glaub mir, es wird dir schmecken. Und das sind ja wirklich nur ein paar Stunden. Morgen früh oder morgen Mittag sind wir wieder draußen.
Nachdem klar war, dass Lea aufgenommen werden muss und sie natürlich hier auch unser Krankenhausessen zu essen bekommt, hat sie gestutzt und hat gefragt, ob sie sich nicht vielleicht selber versorgen kann. Das war natürlich skurril und sollte im Laufe des Tages noch zu einer weiteren Erkenntnis führen. Geht das? Ist der noch schwindelig oder geht's? Es ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Dann komm mal mit. Dann lassen wir vielleicht können wir deiner Schwester Bescheid sagen, dass sie dir Sachen vorbeibringt. Frau Klenze, das, was ich jetzt komisch fand, die Sorge ihrer Tochter war ja eigentlich erstmal, dass sie hier nicht so gerne essen möchte. Sie ist ja sehr, sehr zierlich. Ich muss mal einmal fragen, ob sie irgendwas in Richtung Essstörung bei ihr entdeckt haben. Nee, überhaupt nicht. Also normalerweise ist sie auch ganz normal. Also sie isst auch alles, sie ist ausgewogen. Nee, mir ist da nichts bekannt. Nee, also sie ist schon immer so relativ dünn? Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, das Einzige, was auffällt, also die letzten paar Wochen, ist ja halt öfters mal mit Freundinnen essen gewesen. Okay. Was sie da gegessen hat, kann ich natürlich nicht sagen, ja. Okay. Aber normalerweise, also ihre Essgewohnheiten sind völlig normal. Okay. Wenn wir so eine junge, sehr, sehr schlanke Patientin haben und das Thema Essen irgendwie auch noch sehr wichtig in ihrem Leben scheint, dann muss man auch tatsächlich an eine Essstörung denken. Das konnte die Mutter Gott sei Dank eigentlich glaubhaft verneinen. Doch das Thema Essen wurde noch zu einem wichtigen Thema. Und zwar auf sehr skurrile Art und Weise. Bis es aber diesbezüglich einen Zwischenfall gibt, soll auf Station etwas gefeiert werden. Happy Birthday, liebe Charlotte. Happy Birthday to you. Das alles, alles Gute zum Geburtstag. Danke. Und ein Kuchen für dich. Wo sind denn die Kerzen? Dufte. Ja, die haben nicht draufgepasst. Oh, Schwester Birgit. Die waren so groß. Schwester Birgit. Oder sollte das Indiz für das Alter sein? Nein, auf gar keinen Nein. Fall. Charlotte sitzt auch viel mehr in letzter Zeit. Ne? Oh, also auf jeden Fall, wenn schon, arbeiten am Geburtstag dann mit euch. Ne? Darf ich dir den einmal geben? Und wer, ihr fangt jetzt an, hier den anzuschneiden. Also du meinst, wir sollen den nicht anschneiden? Nein, bitte Mist. Nicht. Weil wir müssen erstmal zum Herrn Rösner noch. Genau. Der muss gleich zur Darmspülung, braucht einen Zugang. Und ich wollte noch einmal fragen, ob alles okay. In Ordnung ist. Super. Herr Rösner hatte etwas Blut im Stuhl, sodass wir uns dann für eine Darmspülung entschieden haben. Er hat hier auch super abgeführt. Und ich wollte ihm nur kurz vor der Untersuchung noch mal fragen, wie es ihm geht, um eventuelle Fragen noch aufzuklären. Doch alles kam ganz anders, als ich vermutet habe. Hallo. Hallo, Herr Rösner. Alles in Ordnung? Alles gut, ja. Wir können auch gleich noch mal wiederkommen. Nein, nein. Herr Rösner, was macht ihr? Entschuldigung, Opa. Das ist nicht das, wonach es aussieht. Als wir in das Zimmer von Herrn Rösner kamen, war die Situation wirklich sehr skurril auf einmal. Wir schienen ihn bei irgendetwas überrascht zu haben. Aber wir bleiben natürlich professionell. Ja, nee, es sieht wirklich, also es ist was anderes, als Sie jetzt denken. Es ist. Nämlich? Ja, ich habe gedacht, ich könnte davor noch was essen und eine Kleinigkeit trinken, nur habe ich jetzt das Problem, dass mein Finger in der Flasche feststeckt. Nicht, den ich da nicht mehr rauskriege. Was haben Sie da und getrunken? Limo? Limo? Und ein paar Kekse gegessen. Vor der Untersuchung jetzt? Ja, ich hatte noch Hunger und... Aber Sie haben doch extra jetzt abgeführt, damit der Darm frei ist und wir überhaupt ein Sichtfeld haben. Drei Kekse und ein bisschen Limo. Ja, Herr Rösner, richtiger Kappes. Und warum ist der Daumen jetzt in der Flasche? Das verstehe ich nicht. Ich wollte das vor Ihnen verstecken und dann habe ich gedacht, bevor was rausläuft. So schnell haben Sie den Stöpsel nicht gefunden. Richtig, ja. Ja. Okay. Okay, also Herr Rösner, natürlich muss ich Sie hier auch einmal ermahnen. Das geht natürlich gar nicht. Das bedeutet, der Verdauungstrakt ist nicht frei. Wir können heute die Untersuchung nicht durchführen. Ich muss die absagen, muss die auf morgen verschieben. Da sind wir natürlich auch ein bisschen sauer. Wir planen sowas ja. Ne? Gut, jetzt würde ich einfach vorschlagen, kümmerst du dich um den Finger. Ich rufe an, dass wir verschieben müssen. Sie bleiben ab jetzt weiter vollkommen nüchtern, müssen noch mal ein bisschen Abführmittel nehmen und wir gucken dann morgen uns Ihren Darm an. Ja? Ja? Versprochen? Versprochen diesmal. Okay. Tja, das war natürlich richtig dumm, dass er gegessen hat. Er war vorbereitet und so eine Darmspiegelung bedarf ja einiger Vorbereitung. Der Darm muss ganz leer sein. Jetzt hat er Kekse gegessen. Das war sehr, sehr dumm. Das war so dumm, dass er jetzt noch einen Tag bleiben muss und wir die Darmspiegelung auf den nächsten Tag legen müssen. Diesmal wird sich Philipp an die Absprachen halten und vor der Untersuchung nichts zu sich nehmen.
Diabetespatientin Tina dagegen darf essen. Ebenso auch ihre Tochter und Zimmergenossin Lea. Aber die 18-Jährige liegt nicht in ihrem Bett. Und auch etwas anderes ist plötzlich verschwunden. Sag mal. Hör mal. Wollt ihr mich veräppeln? Habt ihr mir einen Streich gespielt? Wo ist mein Essenswagen? Im Essenswagenzimmer. Ja, sehr witzig. Das war der Karlauer des Tages. Sag mal, was ist das für ein Krach? Sag mal, Lea, Charlotte, kommst du mal eben bitte? Lea, was hast du gemacht? Ja, was entführst du meinen Essenswagen? Hast du das jetzt alles hier gegessen? Oh, oh. Da wundert mich nicht, dass du Bauchschmerzen hast. Komm mal mit. War das nicht, haben die schon gegessen jetzt, die Patienten? Ich weiß nicht, wer das gegessen hat, aber es sieht so aus, als hätte sie das gegessen. Komm mal mit. Das alles? Als ich kurz einen Kaffee getrunken habe, wurde ich zu Schwester Nancy gerufen und habe ein regelrechtes Massaker am Essenswagen vorgefunden. Da waren alle Essenstabletts angegessen, Brötchen, Salami, Käse, alles lag rum. Und daneben Frau Klenze, die offensichtlich sehr, sehr schlimme Bauchschmerzen hatte. Was ist denn los? Warum hast du das gemacht? Es ging einfach nicht anders. Was heißt hier, ging es nicht anders? So, jetzt sag mir mal eben, wo tut es am meisten weh im Bauch? Am Magen, hier oben. Hier oben, ja? Wenn ich hier unten drücke oder an den Nieren, tut das auch weh? Nein. Okay, also hier oben. Ja. Jetzt mache ich mal einen Ultraschall von deinem Bauch. Und dann gucken wir mal uns die Organe von innen an, ja? Als ich Lea dann erneut im Behandlungsraum untersucht habe und einen Ultraschall durchgeführt habe und ihr natürlich schnell auch Schmerzmittel geben habe lassen, habe ich im Ultraschall und in den Blutwerten letztendlich Befunde gesehen, die wirklich mich sehr besorgt haben. Also, ich habe jetzt im Ultraschall gesehen, dass tatsächlich die Leber etwas verändert ist. Da ist deutlich zu viel Fett in der Leber. Ja? Wir nennen das eine Fettleber. Ich habe Ihnen das hier auch noch mal ausgedruckt. Da sieht man einfach, dass das Gewebe von der Leber, das hier ist eine Niere, ne? Und das Gewebe hier von der Leber ist deutlich verändert. Ja, das ist eine sogenannte Fettleber. Normalerweise haben das natürlich etwas dickere Leute, ne? Etwas fülligere, die vielleicht auch ein bisschen einfach zu viel auf den Rippen haben und dann nicht nur Fett äußerlich auf der Haut haben oder unter der Haut, sondern eben auch an den Organen. Und was mich auch stutzig macht, ist, du hast tatsächlich ein erhöhtes Cholesterin. Und zwar, wir teilen Cholesterin also ganz grob in ein gutes und ein schlechtes. Und du hast von diesem schlechten Cholesterin, dem sogenannten LDL, deutlich zu viel. Und die Leberwerte sind sogar passend zu diesem Befund auch wirklich erhöht. Ja? Wie kann das sein? Ja, das weiß ich tatsächlich auch nicht. Ne? Das ist auf jeden Fall so. So einen Befund sehen wir manchmal bei schlechter Ernährung. Ne? Aber ich meine, sie ist sehr schlank. Sie hat uns eigentlich glaubhaft vermittelt, sie ja auch, dass sie sich ausgewogen ernährt. Absolut. Ich habe die Vermutung, dass da vielleicht auch was an der Magenschleimhaut sein könnte. Von daher würde ich gerne für morgen, weil jetzt hast du natürlich gegessen und getrunken, eine Magenspiegelung letztendlich anordnen, dass wir einmal mit einer Kamera und einem Kabel letztendlich in deine Speiseröhre und dann in den Magen gehen. Und da können wir uns genau angucken, ist da was an der Magenschleimhaut. Ja, weil all das klingt so, dass sie vielleicht da auch eine Entzündung hat. Bei der Magenspiegelung am folgenden Morgen entdecken die Ärzte dann etwas, das sich angesichts der grundsätzlich gesunden Ernährung der 18-Jährigen nicht erklären lässt. Die Ursache wird vor allem bei der älteren Schwester der Patientin ein schlechtes Gewissen wecken. Hallo. Hallo. Hallo, Familie Klenze. Schön. Wie geht's euch? Ja, schon ein bisschen besser, aber ich bin noch etwas müde. Ja, das ist auch ganz normal, ne? Ich würde auch gerne einmal den Befund mit Ihnen besprechen. Mhm. Denn wir haben tatsächlich so eine ausgeprägte Magenschleimhautentzündung gefunden. Ne? Die Frage ist jetzt, woher kommt die? Ne? Es gibt da mehrere Optionen. Einmal medikamentös, da haben Sie aber ja nichts eingenommen. Dann ein bestimmtes Bakterium ist dafür verantwortlich. Da haben wir aber einen Schnelltest gemacht, das ist negativ. Und das dritte ist so Stress, schlechte Ernährung und so. Und das Thema schlechte Ernährung würde halt auch erklären, warum die Leber so verfettet ist und warum Sie so viel von diesem schlechten Cholesterin im Blut haben. Und da würde ich Sie gerne noch einmal fragen, ob Sie da noch was zu erzählen möchten. Ja, ich esse schon seit sehr langer Zeit nur Fastfood und extra fettige Sachen, um zuzulegen, weil ich bin so
so unnormal dünn. Ich kann das einfach nicht mehr. Ich bin seit Jahren schon total unzufrieden mit meiner Figur. Und jetzt mit dem Abiball ist das noch schlimmer. Ich habe keine Lust mehr darauf, mir ständig immer anzuhören müssen, dass ich total dünn bin und ich bin magersüchtig und dieses Bodyshaming, ich kann das einfach nicht mehr und deswegen musste ich unbedingt was dagegen tun. Du hast eine Traumfigur. Ich verstehe das nicht. Die meisten Mädels würden sich das, ja gut, okay, 1-2 Kilo mehr, aber die meisten haben eher das andere Problem, dass sie etwas mehr auf der Waage haben. Ich kann verstehen, dass eben auch sehr schlanke Menschen, die gerne eigentlich zunehmen wollen, Probleme ja gerade heute in der Gesellschaft haben. Man sieht, dass für diese Leute häufig das Zunehmen auch schwerfällt und sie dadurch ja in Situationen kommen, wo sie wirklich sehr schambehaftet sind. Mann, ich konnte einfach nicht anders. Das ging nicht. Es ist so viele Jahre immer wieder das Gleiche. Ich sollte doch mal mehr essen, als ob das so einfach wäre. Mhm. Jetzt habe ich es gemacht und nur mit fettigem Essen extra zuzulegen. Und was ist passiert? Ich habe nach 6 Monaten nur 3 Kilo zugelegt. Und jetzt bin ich auch noch krank davon. Ja. Dass Lea dachte, je mehr ungesundes Zeug sie isst, desto mehr nimmt sie zu, ist wirklich sehr leichtsinnig. Denn wie wir sehen, hat sie gar nicht so viel Gewicht dazu gewonnen. Aber ihr Körper hat wirklich sich gemeldet und hat gesagt, hey, so nicht, so komme ich nicht zurecht und so kann ich auch nicht ganz alt werden. Also ich habe einen Vorschlag. Wir haben eine super Ernährungsberaterin hier. Die kann gerne jetzt noch mal kommen. Und die kann mit dir einen Plan machen, wie du dich gesund ernährst, aber eben dabei zulegen kannst. Ja, das wird gepaart natürlich mit Sport sein, dass du auch einen muskulären Aufbau hast. Aber es gibt sicherlich da auch Gerichte, Zutaten und Gemüse und so weiter, was wirklich dir helfen wird, gute Kalorien aufzubauen. Okay. Ja? Lea wird aufgrund der Magenschleimhautentzündung jetzt eine Weile Tabletten nehmen, die vor allen Dingen die Säure im Magen hemmen. Dann sollten auch die Bauchschmerzen und das Sodbrennen weggehen. Durch die Ernährungsumstellung wird dann hoffentlich auch das Blut wieder gesund werden. Doch das sollte sie dann beim Hausarzt checken lassen. Ich wollte mich auch nochmal bei dir entschuldigen für die letzten Tage. Es tut mir wirklich leid. Ich wollte dich nicht so verletzen. Ich wusste gar nicht, dass es dir so weh tut. Schau mal, ich habe eine Überraschung für dich. Ich habe dir das Kleid besorgt, was du so schön fandest. Leas Magenschleimhautentzündung ging durch die Medikamente zurück. Mithilfe einer Ernährungsberatung nimmt die 18-Jährige nun auf gesunde Art zu. Das Kleid hat die Schülerin bei einer Schneiderin anpassen lassen. Auf dem Abiball ihrer älteren Schwester hat die junge Frau darin eine hervorragende Figur gemacht.